Operation Blizzard neigt sich ihrem Ende zu. Sie können nicht mehr in der Anlage bleiben und müssen die Mission fortsetzen. Zunächst verlassen Sie die Fabrik und begeben sich wieder zur Absprungzone. Nehmen Sie dann wieder Kontakt zu Sigurd auf. Bevor Sie an Bord des Rettungsboots gehen, müssen Sie den abgeschossenen Jagdpiloten bergen. Wie im ursprünglichen Plan vorgesehen, arbeiten Sie wieder mit dem norwegischen Widerstandskämpfer Sigurd Vesaar zusammen. Er bringt sie zu Lieutenant Ken Wills, dem verletzten Piloten, der sich seit seinem Absturz versteckt. Sie finden ihn in der Nähe seines Absprungorts, in der Hütte oder irgendwo in ihrer Nähe. Gehen Sie mit dem Lieutenant zum Hafen. Dort treffen Sie die Kommandos, die nach ihren erfolgreichen Angriffen auf Svolvær und Stamsund auf dem Weg zurück nach England sind. Die Missionsziele sind also Fabrik verlassen und norwegischen Widerstandskämpfer Vesaar finden. Er wird ein Treffen mit dem abgeschossenen Jagdpiloten arrangieren. Den verwundeten Wills bei der Hütte bergen und zu den Docks zurückkehren. Viel Glück. So, ich würde sagen, probieren mit dem ganzen Käse nochmal. Denn die schwerste Stufe ist ja nicht so Weicheier. Bisschen mehr Konzentration und dann wird es schon gehen. Deswegen tief durchatmen und ab geht der Peter. Reload and Scouting. Immer schön in Bewegung bleiben. Da geht ein Fallschirm runter. So. Wegziehen und wieder in alte Position wechseln, nachladen, scouten, bewegen. So, wir lassen jetzt ein bisschen die Waffen sprechen. Und da sind sie down. Wir warten noch ein bisschen. Na, da kommen immer mehr. Wegziehen. Rechts oder links? Rechts.
hinlegen warten. Oh shit, das war verdammt knapp. So, ein bisschen mehr Funkstille. Werde jetzt nicht mehr so viel reden. Genießt einfach das Spiel und immer so viel labern, das muss ja auch nicht sein. Ich werde mich nachher nochmal zu Wort melden, aber jetzt erstmal ein bisschen hier noch Hidden and Dangerous Silence genießen.
Da drüben sind... Thank you.
trinken, Flasche abstellen und weitermachen. So, wir machen hier mal ein kleines Fast Forward, weil ich habe leider nicht aufnehmen können. Und zwar diesen Mittelteil, meine ich, ging leider nicht. Hab das dann jetzt ein bisschen übersprungen. Bei dem LKW hier machen wir weiter. Wir haben den Ken Willis, den abgeschossenen Fliegerpilot, geborgen und leider ist Sigurd Vesaja, der Widerstandskämpfer, bei einem Schusswechsel ums Leben gekommen. Daher müssen wir ohne ihn weitermachen. Wir befinden uns bald im Endteil der Mission. Stay tuned. Ach ja, eins noch. Der Sound vom Endteil der Mission ist leider verloren gegangen. Es tut mir sehr leid, aber ist leider nicht zu ändern. Daher bitte um Verständnis. Die nächste Mission, die aufgenommen wird, ist dann wieder mit Sound und daher kein Problem. Technische Störung, tut mir leid. So, wir linsen um die Ecke, checken das mal aus hier. Hier ist der Tunneleingang. Ich vermute, dass hier noch eine Menge Wachen rumhängen. Da ich mal hier scouten. Aber schön vorsichtig, ist gefährlich. Ah ja, siehst du mal, da hinten ist jemand. Weg ist er. Nachladen. So, und ich würde sagen, jetzt verpissen wir uns mal von dem Place hier. Mission accomplished.